Ich lese zuerst die Lottchen von Walter Benjamin aus Berliner Kindheit um 1900. Also zum Thema Zeichen und Stadt und wie man sich erinnert und wie das funktioniert irgendwie, ne? Lottchen. Das sind so Bogenhallen, so Hallen, die mal offen sind und so Bogenarchitektur. Ne? Loggia. Genau, von Loggia dann im Plural, ne? Lottchen. Wie eine Mutter das Neugeborene an ihre Brust legt, ohne es zu wecken, verfährt das Leben lange Zeit mit der noch zarten Erinnerung an die Kindheit. Nichts kräftigte die meine inniger als der Blick in Höfe von deren dunklen Lottchen, eine, die im Sommer von Markisen beschattet wurde, für mich die Wiege war, in die Stadt der neuen Bürger legte. Die steinernen Göttinnen, die die Loggia des nächsten Stockwerks trugen, mochten ihren Platz für einen Augenblick verlassen haben, um an dieser Wiege ein Lied zu singen, das wenig von dem enthielt, was mich für später erwartete. Dafür jedoch den Spruch, durch den die Luft der Höfe mir auf immer berauschend blieb. Ich glaube, dass ein Beisatz dieser Luft noch um die Weinberge von Capri war, in denen ich die Geliebte umschlungen hielt. Und es ist eben die Luft, in der die Bilder und Allegorien stehen, die über meinem Denken herrschen, wie die steinernen Göttinnen auf der Loggia-Höhe über die Höfe des Berliner Westens. Der Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens wiegte mich in Schlaf. Er war die Mulde, in der sich meine Träume bildeten. Zuerst die Ungestalten, die vielleicht vom Schwall des Wassers oder dem Geruch der Milch durchzogen waren, dann die langgesponnenen Reise- und Regenträume. Der Frühling hisste hier die ersten Triebe von einer grauen Rückfront, und wenn später im Jahr ein staubiges Laubdach tausendmal am Tag die Hauswand streifte, nahm das Schlürfen der Zweige mich in eine Leere, der ich noch nicht gewachsen war. Denn alles wurde mir im Hof zum Wink. Wie viele Botschaften saßen sich im Geplänkel grüner Rouleau, die hochgezogen wurden, und wie viele Hiobsposten ließ ich klug im Poltern der Rollläden uneröffnet, in der die Dämmerungen niederdonnerten. Im Hofe beschäftigte mich die Stelle, wo der Baum stand, am häufigsten. Sie war im Pflaster ausgespart, in das ein breiter Eisenring versenkt war. Stäbe durchzogen ihn so, dass sie das nackte Erdreich vergitterten. Es schien mir nicht umsonst so eingefasst. Manchmal sann ich dem nach, was in der schwarzen Kutte, aus der der Stamm kam, vorging. Später dehnte ich diese Grübeleien auf Droschkenhaltestellen aus. Deren Bäume wurzelten ähnlich und die waren außerdem umzäunt. Kutscher hingen an die Umzäunung ihrer Pelerinen, während sie für den Gaul das Pumpenbecken, das in das Trottoir eingesenkt war, mit dem Strahle füllten, der Heu- und Haferreste wegtrieb. Mir waren diese Warteplätze, deren Ruhe nur selten durch den Zuwachs oder Abgang von Wagen unterbrochen wurde, entlegenere Provinzen meines Hofes. Wäscheleinen liefen von einer Wand der Loggia zur anderen. Die Palme sah umso obdachloser aus, als längst nicht mehr der dunkle Erdteil, sondern der benachbarte Salon als ihre Heimat empfunden wurde.
So wollte es das Gesetz des Ortes, um den einst die Träume der Bewohner gespielt hatten. Ehe er der Vergessenheit verfiel, hatten bisweilen die Kunst, ihn zu verklären, unternommen. Bald stahl sich eine Ampel, bald eine Bronze, bald eine China-Vase in seinen Bereich. Und wenn auch diese Altertümer selten dem Orte Ehre machten, so passten sie zu dem, was er Altertümliches an sich selbst hatte. Das pompeianische Rot, das in breitem Bande an seiner Wand entlang lief, war der gegebene Hintergrund der Stunden, welche in solcher Abgeschiedenheit sich stauten. Die Zeit veraltete in diesem schattenreichen Gelassen, die sich auf die Höhe öffneten. Und eben darum war der Mittag, wenn ich auf unserer Loggia saß, auf ihn stieß so lange schon Vormittag, dass er mehr er selbst schien als auf jedem anderen Fleck. Nie konnte ich ihn hier erwarten, immer erwartete er mich bereits. Er war schon lange da, ja, gleichsam aus der Mode, wenn ich ihn endlich dort aufstöberte. Später entdeckte ich vom Bahndamm aus die Höfe neu. Wenn ich an schwülen Sommernachmittagen aus dem Abteil auf sie heruntersah, schien sich der Sommer in sie eingesperrt und von der Landschaft losgesagt zu haben. Und die Geranien, die mit roten Blüten aus ihren Kästen sahen, passten minder zu ihm als die roten Matratzen, die am Vormittag zum Lüften über der Brüstung gehangen hatten. Eiserne Gartenstühle, die aus Astwerk oder von Schilf umwunden schienen, waren die Sitzgelegenheit der Loggia. Wir zogen sie heran, wenn sich am Abend das Lesekränzchen auf ihr versammelte. Aus einem rot und grün geflammten Kelch stieß auf die Reklamhefte das Gedicht, das Glaslicht nieder. Romeos letzter Seufzer strich durch unseren Hof auf seiner Suche nach dem Echo, das ihm die Gruft der Julia in Bereitschaft hielt. Seitdem ich Kind war, haben sich die Loggien weniger verändert als die anderen Räume. Sie sind mir nicht nur darum nahe. Es ist vielmehr des Trostes wegen, der in ihrer Unbewohnbarkeit für den liegt, der selbst nicht immer recht zum Wohnen kommt. An ihnen hat die Behausung des Berliners ihre Grenze. Berlin, der Stadtgott selber, beginnt in ihnen. Er bleibt sich dort so gegenwärtig, dass nichts Flüchtiges sich neben ihm behauptet. In seinem Schutze finden Ort und Zeit zu sich und zueinander. Beide lagern sich hier zu seinen Füßen. Das Kind jedoch, das einmal nur im Bunde gewesen war, hält sich von dieser Gruppe eingefasst auf seiner Loggia wie in einem längst ihm zugedachten Mausoleum auf. Ja, das war's. Ja, soll man lieber eine kleine Pause machen oder soll ich gleich, das geht nämlich ungefähr 10 Minuten, das dann, ja, ich dachte zuerst schon. Es kommt aus dem Radio, würde ich sagen. Ihr könnt schon sein, aber während lesen.